Gut, diesmal schießen wir uns in die falsche Richtung. Ging gerade nicht anders. So, der schubst uns zwar perfekt dahin und gut, wir haben sogar einen zweiten getroffen. Jetzt hätte ich eigentlich befürchtet, dass wir es nicht schaffen. So, der würde uns zwar in die richtige Richtung schubsen, aber es bringt uns gerade nichts. Ja, schöner Treffer ins Auge, bringt uns aber nichts. Okay, kommen wir jetzt hier hinter noch durch. Gut, sind wir nochmal durchgekommen. So, der schubst uns perfekt dahin und schießt uns sofort wieder zurück. Oh Mann, ist dieses Spiel echt mies teilweise. Na, schade. Bisschen daneben, sonst hätten wir vielleicht gleich noch einen Zahn mitgenommen. Und dort war auch ganz weit daneben. Ja, jetzt wo wir treffen, ist er nicht da. So, einmal bitte in die falsche Richtung schießen, damit wir ein bisschen Platz haben zum Laufen. Oh Gott. Das war zu viel. Der Wind von vorne, das Ding von hinten und dann noch die Stacheln aus dem Boden. So, gut. Egal, weiter. Auf die nächsten 30 Minuten. Zum fröhlichen Platt machen lassen durch eine Eissäule. Oh, jetzt war der erste Mal komplett daneben direkt. So. Das war der mittlere Zahn gleich mal am Anfang. So, und den äußeren. So, die rechte Seite ist schon mal leer. Denn der erste war doch nicht der komplette Mittelzahn, sondern es war ein äußerer. Okay, jetzt waren wir zu dicht. Da war die Säule einfach nicht da. In dem Moment. Dort auch nicht. Toll, jetzt machen wir so schöne Treffer und dann ist das Ding nicht da. Ja, auch eigentlich wieder ein schöner Treffer. Nur die Säule war wieder nicht im perfekten Moment oben. Beziehungsweise das Kolossleinchen. Ah, shit. Okay, auf ein neues. Nicht unterkriegen lassen. Sind nur Zähne von einem Koloss. Ich will die Zähne in meiner Hand haben. Beziehungsweise die Zähne kaputt und was sich dahinter befindet, in meinem Pfeil haben. So, Säule Nummer 1. Sollten wir wohl treffen. Genau. Fangen wir mit dem äußersten rechten Zahn wieder an. Als nächstes bitte den äußersten linken. Nee, das wird nichts. Da sitzen wir viel zu weit außen. So, jetzt dauert es erstmal wieder einen Moment, bis wir überhaupt zu einer vernünftigen Schussposition kommen. Nee, doch nicht. Okay, links müsste jetzt auch einer weniger sein. Oh, schade. Wenn wir jetzt da nicht so panisch weggerutscht wären, hätten wir vielleicht sogar noch ein Zähnchen mehr gehabt. Super. Zahn Nummer 3 von 5. Komm her, ich bin der Zahnarzt. Ah, schade. Mund zu spät aufgemacht. Ja, Mund gar nicht aufgemacht. Und wieder nicht offen gehabt. Na komm. Einmal Zahnpflege. Tut auch gar nicht weh. Also glaube ich. Oh, wieder viel zu früh panisch weggelaufen. Ja, ui, nein, 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 nein. Das wäre ein perfekter Treffer gewesen. Wieder nicht. Das gibt's doch wohl nicht. Oh, nun komm schon. Da hing ich an irgendwas fest und bin aus Panikreaktion vorher ausgewichen. So, jetzt waren wir zu dicht an der Säule. Um zu zielen. Ja, schöner Treffer, da wo er hin sollte. Nur nicht das Mündchen offen gehabt. Wieder nicht offen. Gibt's doch wohl nicht hier. Oh, knapp. Jetzt komme ich nicht mehr in Position. Überhaupt nicht in richtig vernünftiger Position mehr gerade. Ja, das war noch ein Treffer. Ja, der war daneben. Ganz eindeutig. Die Säule war knapp. Das hätte fast uns zerlegt. Und wieder nicht. Ey, das gibt's doch hier nicht. Jetzt aber. Ja, den Zahn haben wir zwar erwischt, aber das Ding auch uns. 20 Minuten rum und 20 Mal gestorben, gefühlt schon wieder. Und wir sind immer noch an demselben Koloss zugange.
Es kann ja wohl nicht so schwer sein, hier diesen einen Titan hier zu besiegen. Oder das eine Teil des Titans. Ich weiß gar nicht, ob das nur der Kopf ist und wir noch ein anderes Teil einfach von dem jetzt erwischen müssen. So, den ersten treffen wir doch fast immer. Perfekt. So, jetzt komm her. Komm, komm. Na gut, das Ding ist eh weg. So. Ach, das war knapp. Ui, das war fast wieder ein Treffer, der relativ ungewollt war. Wir stecken in der Ecke hier fest. Wir müssen da erstmal raus. Oh, schade. Einmal den Mund öffnen, bitte. Einmal zur prophylaktischen Vorsorge. Ey. Das gibt's doch hier nicht. So, den haben wir getroffen. Fehlen immer noch drei. Fehlen noch zwei. Das war jetzt wieder mit mehr Glück als Verstand getroffen. Fehlt noch einer. Der linke äußere fehlt. Okay. Das wäre dann der hier. Ah, fast. Oh, das war knapp. So, da stehen wir jetzt echt blöd. Von der Seite aus so schön schräg. Ui, knapp. Also, nicht knapp mit dem Zahn, sondern knapp mit uns. Oh, schade. Knapp daneben. Und wir lassen uns gerade wieder einmauern in die Ecke. Falsche Mundöffnung. Da war der Mund nicht offen. Okay, der Mund ist eh gerade nicht offen. Gut. Das heißt, wir tänzeln wieder noch ein bisschen weiter hinten rum. Boah, Wind. Wieder die falsche Ecke vom Mund getroffen. Und wir haben den Zahn raus. Okay. Was müssen wir jetzt noch treffen? Wahrscheinlich ihn noch einmal direkt. Den Mund. Oder müssen wir jetzt den Mund mit dem Pfeil erwischen? Oh, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Okay, damit anscheinend nicht. Ah, wir haben es geschafft. Wow. Wir haben ihn erlegt. Den Kopf des Riesen. Wir haben ihm die Eiszähne rausgezogen. Wow. Endlich geschafft. Das war auch wieder eine echt schwierige Geburt hier gegen Mr. Colosso. Den Eiskoloss. Okay, erster Teil im Schneeparadies erledigt. Das heißt, wir rutschen hier runter. Und die mittlere Säule leuchtet. Der nächste, mal gucken, befindet sich... Na, hier hätten wir jetzt nicht lang. Doch, hier können wir lang. Dann hier hoch. Und hier hinten vielleicht mal lang gucken. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus hier in der Ecke. Was haben wir denn hier? Okay, ein Fahrstuhl, der sich bewegt. Und wir sind unten angekommen anscheinend. So, hier hinaus. Und wir befinden uns anscheinend in einem Berg. Das sieht hier ganz stark nach Lava aus. Rennen wir jetzt etwa schon zum nächsten Teil? Wäre jetzt blöd. Eigentlich wollte ich erstmal mir die Titanen holen und nicht schon jetzt die nächste Druckplatte aktivieren. Ja, hier wäre schon die nächste, die feurige Druckplatte. Okay, das heißt, wir gehen wieder zurück. Aber das können wir uns mal merken. Hier geht's dann weiter. Demnächst. Hier geht's ins Feuerreich. Okay, anscheinend die Elemente. Erde für Wald, Wasser im Eis, Feuer, ja, für Feuer. Oder Lava hier eher für Feuer. Gucken wir mal, ob wir hier noch hinauskommen. Ob uns das Ding wieder zurückfährt, wenn wir hier hinstellen. Ja, es fährt uns wieder zurück, super. Gut, dann gucken wir mal im Eis weiter. Hier muss es ja dann auch noch irgendetwas geben. Also noch drei weitere Gegner nach dieser Druckplatte da am Boden. So, wir rutschen wieder durchs Eis hier zurück. Da ist ein eingefrorener Eisberg. Mhm. Sieht auch echt hübsch aus. Den können wir doch bestimmt öffnen, diesen Eingang dort zum hinterm Eis, oder? Nee, können wir nicht. Gut. Ah, vielleicht wird der aufgetaut, wenn wir die Lava-Gegend dort oben bestanden haben. Okay, hier können wir auch nichts mitmachen. Gut.
Gucken wir mal weiter. Meistens zeigen ja diese komischen Symbole hier die Richtung an. So, das erste haben wir dort geschafft. Hier ist nichts. Okay. Wie sieht's hier in der Ecke aus? Da haben wir auch nichts. Komisch. Was haben wir hier für ein Symbol? Okay, irgendwie ein... Ah, hier sind nur Kreuze für den Pfad wahrscheinlich aufgemalt. So, hier sind wir hinausgekommen. Jetzt sehe ich gerade nicht, wo wir weiter müssen. Na gut, dann gehen wir doch in die Lava-Gegend und gucken uns mal die Lava-Gegend an. Das tut mir jetzt leid, dass wir hier so ein bisschen sinnlos gerade im Kreis gelaufen sind. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, weil hier so viele Kreise sind, dass es hier noch mehr Gegner gibt. Aber vielleicht ja hier oben. Vielleicht gehen... Guck mal, da geht doch gar eindeutig noch ein Weg irgendwie lang. Aber wie kommen wir da hin? Oder sind wir von da gekommen? Fragen über Fragen wieder. Nee, der hat hier bloß seine Eiszähne, da können wir nichts mehr machen. Also er hat seine Eiszähne wieder. Aber zum Glück brauchen wir nicht nochmal gegen den kämpfen. Oh, Treppe runterrollen können wir ganz gut. Fallen wir gleich ein bisschen tiefer. So, können wir hiermit nicht irgendwas machen? Nee. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Hier können wir hochklettern. Mal gucken, wo es da hingeht. Was wir hier hinterfinden werden. Und da geht es nochmal eine Etage höher. Ich habe es gerade schon gesehen. Okay, unser nächster Gegner ist Yeti. Okay. Ich habe ihn nicht mal kommen sehen, aber ich habe gerade gesehen, was wir machen müssen. Der hat einen nackten Hintern, der Yeti. Wir müssen ihm also sozusagen den Pfeil in den Allerwertesten stecken. Das hört sich wieder eigentlich ganz einfach an. Wenn dieser Yeti nicht, ja, eins einfach platt rollen könnte, wie er es gerade getan hat. So, Pfeil, komm her. 1, 2, 3 und jetzt rollt er. So, jetzt sind wir schon mal ausgewichen. Da lässt Eiszapfen fallen. Die haben doch bestimmt irgendwas zu sagen. Okay, er macht die bloß kaputt. Jetzt hier heißt es wieder erstmal den Trick rausfinden. So. Wir müssen ihn bestimmt eigentlich mit dem Eiszapfen irgendwie treffen. Oh, jetzt hat es mir in der Sackgasse. Und er rollt immer fröhlich weiter gegen die Wand. Bei dem habe ich jetzt gerade das Prinzip noch absolut nicht verstanden. Also, er wirft erst mit 3 Schneebällen, die uns nur an eine Wand drücken, und dann rollt er. Tja. So, okay, wenn er uns 3-mal mit den Schneebällen trifft, sind wir auch tot. Gut. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Okay, das heißt, wieder die Treppenstufen hinauf in unser Verderben. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tode wir am Ende wieder haben werden. Also angefangen haben wir jetzt mit 50 in 50 Minuten. Mal gucken, bei wie viel wir gleich stehen.